Ein viereckiger Schornstein, heute eine Seltenheit und so etwas wie das Wahrzeichen der Zeche Nachtigall. Kohle wurde hier gefördert schon vor 300 Jahren, Ziegel wurden hier gebrannt und Industriegeschichte geschrieben. Dass jeder Besucher Geschichte und Geschichten nacherleben kann, auch dank solcher Ingenieurskunst, ist das immer noch möglich. Um Förderkörbe tief in die Erde zu lassen, wurden solche technischen Wunderwerke erdacht und erschaffen, um Bergleute, Werkzeug und Kohle zu transportieren. Wie tief es hinabging, das können Besucher durch den Blick in den Schacht Herkules erahnen. 450 Meter ging es hier runter, schon vor 135 Jahren. Eine Ausstellung zeugt von der Wiege des Ruhrbergbaus. Doch auch hiermit wurde Kohle gefördert, als die Zeit hart und die Kohle knapp war. Nach 1945 gab es über 1000 solcher Kleinzechen. Eimerweise wurde die Kohle aus der Erde geholt. Zeche Eimerweise heißt deshalb die Ausstellung mit dem originalgetreuen Nachbau einer Kleinzeche auf dem Gelände des LWL Industriemuseums in Witten. Wie die Kohle unter Tage gewonnen wurde, das können Museumsbesucher im Besucherbergwerk Nachtigallstollen erfahren. Alle 1 bis 2 Stunden finden hier Führungen statt. Tief im Berg ein eindrucksvolles Erlebnis. In dieser dunklen Umgebung haben Bergleute ihr halbes Leben verbracht. Hart war die Arbeit unter Tage und karg die sanitären Einrichtungen. Aufrecht gehen und stehen kann man beileibe nicht in allen Strecken des Nachtigallstollens. Dafür aber sehen die Besucher ein echtes Steinkohleflöz. Im Liegen haben die Bergleute die schwarzen Diamanten hier herausgehackt. Am Stollenausgang im Muttental wartet ein Steinbruch auf die Besucher. Sobald die Augen sich wieder an die Helligkeit gewöhnt haben, ist auch hier ein schmales Kohleflöz zu entdecken. Wie jedes Flöz hat es auch einen Namen. Geitling 3 heißt der schmale schwarze Streifen. 150 Jahre lang wurde hier Kohle gefördert, bis 1892. Danach entstand hier die Ziegelei Dünkelberg, denn Schieferton gab es zuhauf. In einem Ringofen wurden aus diesem Rohstoff Ziegel gebrannt. Der riesige Ziegelofen musste von oben befeuert werden, durch kleine Schuttlöcher für Kohle. Über 1000 Grad Brenntemperatur wurden so erzeugt. Fast 11 Millionen Ziegel produzierte die Ziegelei Dünkelberg im Jahr. Steine, die das Ruhrgebiet dringend brauchte. Die Schifffahrt auf der Ruhr war für die Zeche Nachtigall der wichtigste Transportweg. Ein sogenannter Ruhrnachen, nachgebaut in Originalgröße, liegt hier vor Anker, als warte er auf frische Ladung. Mit welchen Stromschnellen und Untiefen der Kohleschiffer auf der Ruhr zu kämpfen hatte, das kann jedes Kind am Wasserspielplatz Kleine Ruhr ausprobieren. Wasser und Feuer. Im Ruhrgebiet gehört das einfach zusammen. Kohle, Stahl und Eisen genauso. Im ganz kleinen Maßstab wird das hier gezeigt. Weil so viel Gucken und Staunen auch hungrig macht, endet der Besuch des Museums oft im Kaffeegärtchen auf Nachtigall. Gemütlich kann man sich hier stärken. Das imposante Wahrzeichen der Zeche Nachtigall immer im Blick.